Hey, what's up, ihr coolen Kids da draußen? Wir sind Minecraft-Spieler und heute kommt wieder Minecraft Wora 2. Hi, na? Und auch natürlich herzlich willkommen, der liebe Steffen. Hä, was ist denn Minecraft Wora 2? Davon habe ich ja noch nie was gehört. Dann guck dir die Playlist an. Und Minecraft Wora 2 Juli. Hey, wer ist denn Minecraft Wora 2 Juli? Hä? Die nicht reden will. Ach ja, ich bin heute etwas halsmäßig angeschlagen, deswegen werde ich wenig reden an die Leute, die es juckt, ob ich rede oder nicht. Genau, also ich würde dann mal schreiben, Hashtag gute Besserung in die Kommentare, wenn ich das hier nicht lese, dann bin ich sehr enttäuscht. Und auch von meiner Seite natürlich an meine Zuschauerschaft, ich bin der Sekin Rasko und heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich darüber sehr und ich würde sagen, wir labern nicht lange, sondern wir legen direkt los. Und töten Jonas. Vernichten. Jonas, feuerst du Steffen gerade an, dich zu vernichten? Oder? Ja. Ich bin immer für alle. Juli? Er hat ein offenes Herz für Vernichtung, deswegen. Ja, ich mag Vernichtung. Du nicht? Ach so. Ich habe 2 Äpfel und 15 Gold. So, was mache ich denn jetzt damit? Sag mal, wurden die Felder aufgefüllt von den Dorfbewohnern? Ja. Manche haben doch schon eine. Schon eine magische Kraft. Nee, ich glaube, ich habe sogar welche bepflanzt in meiner einen Folge. Magisch! Ah, wir haben ja auch noch das! Ach, vielleicht sollte ich mal wieder meine Rüstung anziehen. Ey, bringt mir eine Gasträne irgendwas? Ja, für Tränke kannst du sie benutzen. Wie hast du eine Gasträne? Wie kann man finden? Ich habe das Spiel zerstört, WTF! Ah, toll. Jonas zerstört mal wieder Spiele. Ja, ich hab das Spiel zerstört. So, ich hab's repariert. Hä? Weil ich krass bin. Da. Ja. Nein, nicht in... Oh, Leute, ihr merkt schon, wie durcheinander ich heute wieder bin, weil ich so aufgeregt bin, weil ich wieder aufnehmen darf für euch. Ja. Ich muss erstmal verzaubern. Ja, das war natürlich sehr schlau. Hätte ich erstmal verzaubern müssen. So, ich möchte mal kurz über ein Thema reden. Nein. Ja, darf ich das? Doch, mache ich jetzt aber. Es geht nämlich um Minecraft Wora 2 auf meinem Kanal. Nee. Ich nehme die ganzen Folgen auf, das ist richtig. Und ich versuche sie auch demnächst hochzuladen. Es ist ja nicht viel Arbeit, die zu schneiden. Ich hatte in letzter Zeit sehr viel privat zu tun. Deshalb, wenn ich dann irgendwie an der PlayStation war, einfach keine Lust hatte, irgendwie irgendwas zu machen, weil ich einfach zu müde war. Oder einfach schon die ganze Zeit am Computer saß. Das ist keine Ausrede, Jonas. Du musst die einfach nur hochladen, du musst nicht mehr viel dran schneiden. Ja doch, ich muss da trotzdem irgendwas schneiden. Also ich muss da, erstmal muss ich die halt bei hier, da irgendwo reinstellen, ne? Hier in bei Share Factory. Und dann muss ich erstmal gucken, ob die Folge auch so in Ordnung ist und ob ich irgendwas rausschneiden muss. Ja, das ist schon mal locker 15 bis 20 Minuten. Da muss es rendern, dann ist es schon eine halbe Stunde. Und dann, ja. Das ist ja trotzdem, aber da muss ich das Thumbnail machen und so weiter, für jede Folge. Und da habe ich dann einfach den Nerv nicht zu gehabt bisher. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich dann die Videos alle in ein Video zusammencutte, wenn es hier vorbei ist. Und dann so hochlade. Ja, was sagst du dazu, Steffen? Digga, ich mische mich da nicht mit ein. Das ist deine Entscheidung. Du musst das wissen, wie du das am besten machst. Und ich würde dich da echt nicht irgendwie einmischen. Weil die Sache ist, ich habe ab 1. Oktober wahrscheinlich noch weniger Zeit als jetzt. Weil ich dann hoffentlich studiere. Und dann, ja, werden wir mal sehen, wie das anders funktioniert hier. Ne? Ja, das ist echt schwierig hier. 1. Oktober ist ja bald. Ja, eben. Hey, was ist denn das hier für ein... Ja, dann erzähl doch mal, Jonas, für die Community, was studierst du? Das geht dir nichts an. Apfelbäume. Steffen sagt ja auch nicht, was er arbeitet, ja? Also, als Apfelbaumpflücker arbeite ich. Eindeutig. Ich studiere Minecraft. Ich studiere Wora 2. Ja, ich studiere Steffens Gewohnheiten. Um ihn in Wora 2 zu töten. Erstmal Werbung machen. Für das Projekt, was sie gerade angucken, genau. Genau. Ich studiere Sekin Rasko. Die King Rasko. Ja, cool. Logie. Wolltest du nie irgendwas Vernünftiges studieren? Raskologie ist einfach die beste. Ja. Die beste Logie, die ich je gehört habe. Die beste Logie. Genau. Das ist die beste Logie. Ich
Speichel. Man kennt's doch, oder? Ja, man kennt's. Oh Mann, ich hab keinen Plan, was ich jetzt machen soll, wollte heute. Ich hatte mir gestern irgendwas Cooles überlegt, aber ich hab's übelst vergessen. Aber übelst vergessen, Leute. Ich tut mir leid, ich hab's vergessen. Und ja, letzte Woche kam ja leider kein Minecraft Wore 2. Also für mich ist es genau diese Woche. Ja, wir haben das ein bisschen nach hinten verlegt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wir haben nicht alle immer Zeit und auch die notwendige Kraft aufzunehmen. Denn viele fühlen sich hier relativ gemobbt. Zum Beispiel Jan, der hat sich gemobbt gefühlt und seitdem ist er auch nicht mehr dabei. Und ja. Nee, Jan war einfach scheiße. Strike! Beleidigung! Ich fühle mich für Jan beleidigt. Ja, wäre Jan dabei gewesen, hätten wir ihn fragen können, ob er sich beleidigt fühlt. Lol. Ich glaube, hier war schon jemand und er hat einiges übersehen. Ich hab gerade irgendwie was Unterirdisches gefunden, sieht wie ein Labyrinth aus. Da gibt's ja mehrere hier. Ich hab einen Goldblock gefunden. Lol. Ist das ernsthaft ein Goldblock? Lol. Warte mal, Goldblöcke dürfen ja eigentlich nicht abgebaut werden, oder? Nein. Nee. Scheiße! Warum steht hier ein Goldblock? Ich wollte den gerade. Ja. Steffen, ich fühle mich von deiner Aussprache beleidigt. Ich möchte sowas nicht sagen. Ich fühle mich von deiner Anwesenheit beleidigt. Dankeschön. Oh! Auf welcher Seite bist du eigentlich? Oh! Ich? Ja. Ich bin immer auf der Seite, die gerade lustiger ist. Ah. Oh! Ja, es hat sich ja einiges verändert hier in Minecraft. Es gab ja ein neues Update. Was haltet ihr vom neuen Update? Ich finde dich doof. Ich möchte, dass sie aufhören, das Spiel weiterzuentwickeln. Was haltet ihr allgemein von Minecraft? Ich mag das nicht. Nein, Scheißspiel. Was ist Minecraft? Minecraft ist das, wo man andere Leute umbringen muss. Ist das sowas wie Stardew Valley? Das ist sowas. Das ist die Nachmache von Fortnite. Achso, ich dachte, das wäre eine Nachmache von Terraria. Nee, Tetaria. Tetaria, Vegetaria? Nee, Negetaria. Oha. Das ist aber rassistisch. Wenn du das als rassistisch siehst, wenn ich sage Negativraria, dann kann ich ja nichts dafür. Das hast du nicht gesagt, Steffen. Ich habe die Abkürzung von negativ genommen. Und die ist Netaria. Das sehe ich nicht, Steffen. Ey, eine Frage. Ich habe 6 Enderaugen gefunden. Bringen die mir was? Hey, ich kann schon ins End gucken. Cool. Nein, du kannst das End öffnen, wenn du 12 davon hast. Ja. Ach so. Aber du darfst, glaube ich, in ein Projekt, darfst du ins End? Keine Ahnung, das steht nicht in den Regeln. Rein theoretisch, ja. Ja, rein theoretisch darfst du. Dann lasse ich die hier. Ja, Leute, was wir gerade machen, ist schön farmen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig für das Projekt. Ich hoffe, wir finden noch so eine schöne Ader von einer bestimmten Sache. Oh, ich krieg so viele Nachrichten, ey. Ich hab gerade irgendwie das Gefühl, ich vertrage Minecraft gerade nicht. Wieso? Ich krieg so ein übles Gefühl gerade, weißt du, so ein... Ich bin direkt hinter dir, dreh dich mal um, Jonas. Nee. Ach, hallo. Das freut mich doch nicht so, Steffen. Wo bin ich denn hier? Ich hab Gold gefunden, ja! Geil! Lol, ich hab Gold gefunden, bitte. Was sagst du WTF in meiner Folge, Digga? Bist du ja, nicht gesund für meine Zuschauer? Hast du Probleme mit oder was? Willst du Stress jetzt? Ja, ich will Stress. Am liebsten würde ich dich umbringen. Alles klar. Das sehe ich jetzt als persönlicher Angriff. Steffen, ich möchte, dass du dir jetzt 5 Leben abziehst. Ja. Aber ich so nicht bin, halt ja, aber Jonas, der versteckt sich lieber. Ich verstecke mich nicht.
Doch, du bist taktisch unklug, gehst du vor. Das stimmt. Das ist auch wahr. Und das ist Endstein, okay? Der hat das Endstein gefunden. Nulf bei dir. Hast dich ganz schön tief eingegraben, wa? Ich hab so viel Eisen wie noch nie in einem Projekt. Ich könnte mir, glaube ich, 70 Eisenrüstungen machen. Locker. 70? Ich habe schon 3 Decks oder so. 3 Decks? Ja, ich habe 3 Pokémon-Decks. Ja, ich bin ja hier nur, um gerade Level zu farmen, damit ich meine OP-Rüstung weiter optimieren kann. Digga, ich habe Redstone-Rüstung. Wusstet ihr, dass es jetzt eine Redstone-Rüstung gibt? Gibt es nicht. Ja, guck doch mal nach. Es gibt keinen, Steffen. Das ja. Weiß ich. Ja, wenn du das weißt. Ja, ich weiß es auch. Wirst du überrascht sein, wenn ich eine habe. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, wie der Rüstung, die er rot angemalt hat. Genau. Ah, das brennt! Ich brenne! Ah, Hilfe! Aua, aua, Mama mia, mia, mia! Aua, 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 bella donna! Du bist doch kein Italiener. Doch, ab heute schon. Willst du das wissen? Hallo, wo willst du wissen? Also, Juli, du kennst mich ja mal gar nicht. Was ist, wenn er sich als Italiener identifiziert, Juli? Ha? Hast du daran mal gedacht? Vielleicht bin ich von innen herein ein Italiener, aber vom Äußeren nicht. Vielleicht wollte ich auch nur, dass du nicht weißt, dass ich Italiener bin, hä? Ich bin seit 200 Jahren Italiener. Das weiß bloß niemand. Ah ja. Ach so. Und du musst deine Stimme zu eigentlich heißt das Stefano. Nee, Stefano. Stefano. Stefano, bella donna, mamma mia. Deswegen heißt er Rasco. 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 Genau, du musst das eher richtig betonen. Mamma mia, Rasco. Machen wir nochmal 2 Ofen, obwohl ich schon 100 Ofen gemacht habe, aber ich kann's. Mia. Bella Donna, Mama. Genau, Steffen. Genau. Man merkt, ich kann gut Italienisch. Steffen kennt sich mit Songtexten aus. Ich habe Italienisch storniert. Storniert? Storniert. Ich habe Italienisch storniert. Ich habe auch Italienisch storniert. Was? Ihr seid ja... Wow! Wow! Wusste ich ja nicht. Eigentlich nur ein bisschen Eisen. Hier gehen wir nochmal. Mama. Gold ist schon wieder da. La 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 la. La 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 oh. Da da. Hey, mir wird wirklich gerade schlecht von Minecraft spielen. Das gibt's ja gar nicht. Wieso wird dir denn schlecht von Minecraft spielen? Ich bin im Kreisdreher. Ja, dann bist du krank oder was? Wahrscheinlich mag Jonas Minecraft gar nicht und deswegen wird ihm schlecht, wenn er das spielt. Ja, stimmt. Ich mag Minecraft überhaupt nicht. Das ist das Hassspiel des Jahrhunderts, wa? Dieses alte Spiel, ja. Spiel mal lieber ein bisschen COD. COD? Digga! Ja, richtige Spiele, weißt du? Du weißt nicht mal, wie richtige Spiele geschrieben wird! Doch. M-O-N-S-T-I-R. Scheiße, er weiß es halt wirklich, kacke. Ja. Du googelst doch gerade! Monster Hunter World. Was ist denn Monster Hunter World? Das weißt du, Steffen, du hast es nämlich wieder weggegeben, weil du es nicht verstanden hast. Nee, weil ich wie viele andere Leute der Meinung war, dass das Spiel scheiße ist. Viele andere? Alter, das Spiel ist so gut bewertet. Ja, scheiße bewertet. Nein. Ach Gott, was haltet ihr von Monster Hunter World? Schreibt es bitte in die Kommentare, damit Steffen endlich mal seine Klappe hält. Also aus meiner Community keiner. Ja, die Community hat auch keine Ahnung von Videospielen. Das ist alles Kinder. Jetzt siehst du auch noch seine Community. Also dafür möchte ich, dass Jonas jetzt einen Swipe bekommt, weil das ist eine grobe Beleidigung. Und ja, Jonas, tut mir leid, du hast noch 2 Leben. Ja, aber geh meine Community. Ich muss meine Community verteidigen. Nö. Doch. Nein. Und ich werte es als Beleidigung. Ende. Ich bin der Projektleiter. Ja, ist mir egal. Hast du heute noch 2 Leben? Ist mir egal. Wir müssen abstimmen. Juli, war es eine Beleidigung, ja oder nein? Nein. Ich hasse dich, Juli. Ha! Ja. Ich muss Jan doch fragen. Der gehört auch zu dem Projekt. Und du darfst gar nicht abstimmen, Jonas. Weil es sieht 1 gegen 1. Ja, jetzt liegt's an Jan! Jetzt liegt's an Jan!
Er weiß noch gar nicht, was gesagt wurde. Er sieht es in der Folge. Ja, Leute. Das war's von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst eine Bewertung da und schaut bei der nicht unsympathischen Luna Spielecke vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt, tschüss. Jetzt tschüss mit Handküß. Schwuchtel. Oh Gott, war das...